Guten Morgen in Riesa, du wartest hier auf die Erlaubnis zur Einfahrt in den Bahnhof. Rüstet die Lok fertig auf und alle Signale stellen sich von selbst. Gute Fahrt wünscht Lucky God und damit willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Fahrt im Zwangsbremsungssimulator 2022. Und ja, ihr seht richtig, wir sind unterwegs mit der 101013 und ja, diese schöne Repaint habe ich gesehen. Habe auch schon ein paar Bilder von der 101013 gesehen und dachte mir, das müssen wir heute auch mal machen. Und da kam mir dieses Szenario ganz gelegen. Und ja, ich hoffe, dass es euch und euren Liebsten wie immer soweit ganz gut geht. Und dann würde ich sagen, gehen wir an Bord und machen unsere 101 soweit abfahrbereit. Genau. So. Einmal hier hinsetzen. Da sind wir. Das machen wir mal dunkel. Zack. Zugbeeinflussung. Aktivieren hier. Zugbeeinflussung. Alles Notwendige. Und die AFB natürlich auch. Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, ob es einen Gleispatch gab für Dresden-Riesa. Ich bin der Meinung, es gab eins. Können wir mal kurz nochmal gucken. Auch wenn es jetzt eh nichts mehr bringt. Aber wenn ich mal gucken, Strecken-Upgrades. DTG. Mini-Upgrade Hannover-Hamburg Deluxe. Riesa-Dresden KBS 5000. 1000. Tatsächlich. Sind es die Gleise? Ach ne, die Gleise sind gleich geblieben. Okay. Ja. Ne. Ich würde mal sagen, das sind jetzt einfach die Gleise. Also ich glaube, ich habe das Update nämlich installiert gehabt. Das kommt mir ziemlich bekannt vor hier vom Miho 65 aus dem Resin Forum. Und ja, ansonsten das Szenario ist von Lucky God. Der Intercity 2247, glaube ich, ist es. Nee, 2447 so. Und normalerweise wäre hier vorne dran eine andere 101. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Intercity 101 davor gemacht mit der Erlaubnis von ihm. Und ansonsten glaube ich, wurden nochmal hier gerade links diese 204 getauscht, weil ich hatte ein Problem mit einem Repaint der 202 und dann habe ich da jetzt einfach nochmal die 204er vorgemacht, die da jetzt mir angezeigt wurden. Genau, das auch noch zu erwähnen. So, weiter geht's. Beziehungsweise los geht's, das erste Mal heute. Da müssen wir auch einfach hier das Fenster aufmachen. Warte mal, ich muss die Sounds genießen. Oh, schön. Ich mache jetzt mal was Kleines, damit wir hier nicht mit 45 reinrollen. So. Beziehungsweise ich glaube, wir dürfen sowieso nicht allzu schnell fahren, ne? Wobei ich das jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich weiß, wenn ich jetzt ehrlich bin, ob wir jetzt hier gleich nochmal eine VMAX 40 haben. Aber wobei, es sieht nicht so aus. Ich glaube, wir sind ja die... Ah, der Fahrweg ist ja schon gestellt. Okay. Es war nur die Frage, waren wir jetzt eine Rangierfahrt? Ich glaube nicht. Nee. So. Wie viele Wagen haben wir dran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? 6. Ja, ich glaube, es waren 6. So. Und stopp. Einmal Türen auf der linken Seite. Hallo? Okay, macht er jetzt nicht. Dann machen wir das einfach so. Zack. Genau, Türen sind offen. Elektrische Bremse kann jetzt zusammen. Ja, Wolski. Oh, das ist ja echt ziemlich hell. Da kennt man gar nicht mehr die Spitzlichter an sich. Das ist übrigens ein Repaint von Elena aus dem Resum Forum. Genau.
Das ist unser Zug. Ich glaube, wir hätten sogar bei der ersten Harttafel schon stehen können. War mir aber wegen der Länge ein bisschen unsicher. Jetzt muss ich nochmal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, tatsächlich 6. Das ist 193. Nach Dresden Hauptbahnhof. Und heute sind wir mal unterwegs mit den VR-IC-Wagen. Waren wir auch schon lang nicht mehr. DR-Dostos. Der Kollege ist wohl hier gerade eingefahren, hat aber Ausfahrt oder kann ausfahren. Hat wohl noch nicht Wende gemacht. Ja, der lässt sich wohl ein bisschen Zeit. Genau. Bin mal gespannt, wo wir heute langfahren. Wir halten auch nochmal in Dresden-Neustadt, das ist ja klar. Mann. So. Da kommt uns was entgegen. Ich hoffe, dass wir heute über die SFS fahren. So. Dann gehen wir mal hier raus. Gehen nochmal hier rein. Und gehen nochmal da rein. Ich muss noch kurz was im Hintergrund vorbereiten. Ich glaube, die zwei brauche ich. Zack. Und los geht's. Genau. Gut. Für uns geht's auch schon gleich weiter. Tappen wir mal wieder rein. Schließvorgang. Schließvorgang eingeleitet. Sehr schön. Türen sind sogar von alleine zugegangen. Zugchef springt rein und wir kriegen unsere Abfahrerlaubnis von ihm. Türen verriegelt und let's go. Gut. Befreien können wir uns auch. AFB stelle ich mal gleich auf 100 ein. Jetzt gucken wir mal, was wir hier dürfen. 120 sogar. Okay, sehr schön, sehr schön. Unter uns war gerade die Elbe. Im Namen der Deutschen Bahn möchte ich auch alle in Riesa zugestiegenen Fahrgäste an Bord des IC2447 nach Dresden herzlich begrüßen. Willkommen an Bord. Unser nächster Halt ist Dresden-Neustadt, voraussichtlich gegen 10.30 Uhr. Bei Fragen oder sonstigen Problemen sprechen Sie uns das Bordpersonal bitte an. Vielen Dank und Ihnen eine angenehme Fahrt. Super. Da war unsere Ansage. Und übrigens, Elena hat auch... Ja, das war so klar, wirklich. Irgendeine Zwangsbremsung wird wieder kommen. Ach, oh, Mann, ey. Was war das jetzt für ein Signal? Ich glaube, es war... Warte mal, haben wir ein rotes Signal vor uns? Ja, das ist ein rotes Signal. Okay. Also bei der 101 ist es eben nicht so, dass wir eine Dings haben. Eine SIFA, die auch weitergeht, wenn man aus dem Führerstand raus ist, aber wir haben eben Signale natürlich entlang der Strecke und dann pokere ich immer so ein bisschen damit, dass dann keine Beeinflussung kommt. Aber natürlich, wenn ich jetzt einmal da wieder reingehe, um schönen Passagierfeeling zu kriegen, dann muss die Zwangse kommen. Also wirklich. Ansonsten, was ich sagen wollte, Ellen hat übrigens auch, also diese Resum-Forum-Userin hat auch noch ein paar andere 101er-Repacks hochgeladen. Unter anderem auch 101-003 Bahndesign.
Und die 101.057, European Year of Rail 2021. Dann noch die Märklin 101.71. Und ja, ansonsten gibt es ja noch eine ganze Batterie an verschiedenen Repaints. Also halt erwarten weiterhin. Bin ich mal gespannt, warum der oder was da für ein Kollege uns die Weiterfahrt nicht ermöglicht. Ist da irgendein Grund oder muss ich hier meine Tab? Okay. Mit Tab dürfen wir rüber. Alles klar. Hallo Kollege. Ich hoffe, du konntest noch hier unabhängig vom Licht irgendwas sehen. Ich glaube, das Licht war das wenigste, was ihn geblendet hat. Ich glaube mal eher, das war diese knallweiße Farbe der Lackierung. Die hat einfach auch nochmal so einen Eigenlichteffekt, die leuchtet sogar im Dunkeln. Da müssen die Kollegen immer solche Brillen aufziehen, wie wenn man irgendwie eine Mondfinsternis, hieß es, sehen möchte, oder eine Sonnenfinsternis, weil der Mond sich mal kurz davor schiebt und wenn man sich das angucken will, muss man ja auch so eine spezielle Brille tragen. Genau. Weil wenn wir nochmal rausgucken, ziemlich hell, ne? Ich glaube, das war jetzt hier links der Abzweig zur SFS. Ne, war es nicht. Der kommt noch. Okay, der kommt da hinten noch. Alles klar. Ich dachte schon, wir hätten was verpasst hier. SIFA. So, ansonsten fahren wir hier durchs schöne Sachsen. Auch ordentlich schöne Funklöcher. Also wenn mal irgendwas ist, euer Telefon wird garantiert nicht funktionieren. Macht euch keine Sorgen. So, und dann einmal Hauptschalter raus. Und wieder rein. Das hört sich auch cool an, wie die Motoren da hochfahren. Und dann kam die Leistung so schön versetzt. Sehr schön, sehr schön. Das hört man sich doch gerne an. Ach ja. Was ich auch ganz spannend fand, war, ich glaube sogar in Dresden, irgendwie der Wahlkreis Dresden Süd, hatte ich irgendwie mal so nebenbei zugeschickt bekommen, irgendwie. Weiß ich auch gar nicht, warum hat mir irgendwie so ein Nachrichtenabo irgendwo abgeschlossen. Da ist ein recht junger Mensch in den Bundestag eingezogen. Jetzt, wo wir hier gerade auf Dresden zufahren. Und, ich weiß nicht, irgendwie da wurde erklärt, dass der vor einigen Jahren selbst nach Deutschland gekommen ist, aus irgendeinem, sagen wir mal, Near East Land, Nahen Osten. Und ja, der hat tatsächlich da sein Direktmandat geholt. Und das fand ich echt schön, wenn ich ehrlich bin. Fand ich sehr gut. Hat mich auch sehr gefreut. Auch wenn ich das tatsächlich erstmal gar nicht geglaubt habe, aber war cool, auf jeden Fall. Freut mich. Weil man ja immer in den Nachrichten mitbekommt, dass es leider auch ziemlich schwierig ist dort, die Gegend, was Wählerinnen und Wähler angeht. Und dass man tatsächlich diesen, sagen wir mal, etwas schwierigeren, kleineren Teil doch ziemlich laut in den Medien hört. Aber so ist es eben. Genau. So, ansonsten freue ich mich auch, dass wir gleich mal wieder bei Dresden einfahren dürfen.
Die haben auch echt einen coolen Hauptbahnhof. Und auch allgemein die Gegend hier, die ist irgendwie ziemlich entspannt. Jetzt sind wir auch, glaube ich, im... Ich frage mich sogar, in welchem Hoheitsgebiet, von welchem Rettungshubschrauber wir sind. Ich glaube, Christoph 62 Bautzen ist hier stationiert. Der hat sogar eine Rettungsbinde. Deswegen konnte ich mir den so gut merken, weil ich mich dann immer gefragt habe, ja, warum hat denn hier ein Heli hier in der Gegend eine Rettungsbinde? Aber tatsächlich ist es wohl auch ziemlich bergig manchmal. Was dann auch mal unter Umständen die ein oder andere Windenrettung erfordert. Was ich ehrlich gesagt im ersten Moment gar nicht geglaubt hätte. Aber ist so. So, 120 sind angekündigt. Alles klar, fahren wir ja sowieso. Und ab da vorne dann 120. Ab dem HP1 zeigenden Signal da vorne, genau. Und zack. Denn für uns geht es jetzt geradeaus. Oder ja, genau, für uns müsste es jetzt geradeaus gehen. Doch nicht. Oder? Ach, schade. Ich dachte, wir können noch mal eine Runde über die SFS fahren. Leider nicht. Na egal, dann geht's für uns weiter über den normalen Weg. Ja, 120 weiterhin tatsächlich. Dachte ich gerade schon, nachher cool, jetzt kommen wir mal auf 130 hoch. Nee. Komplette Rino. Über den Tisch gezogen wurden wir. So, Sifa. Natürlich bestätigen wir dich. So, ein ICT kommt uns entgegen. Den grüßen wir natürlich, den Kollegen. Eine schöne Doppeltraktion. Und ja, eine kleine Info auch zur Berliner S-Bahn, die mir gerade noch einfiel, die ich jetzt in den letzten Tagen gelesen hatte. War tatsächlich ist ja auch die 480er ZBS bekommen. Das wurde wohl schon irgendwie 2017 angeregt oder überprüft. Und jetzt sollten die eigentlich bis 2021 die Zulassung kriegen. Also soweit wie ich das jetzt richtig entnommen hatte aus dem Text, sollen die schon die ZBS-Ausrüstung größtenteils haben. Aber sie sind dem noch nicht dafür zugelassen. Also wurde schon verbaut. Ansonsten soll die Zulassung bis spätestens 23 erfolgen. Fand ich auch ganz nett, diesen Vortrag von, glaube ich, der Landesregierung, der SPD. Sollte bis 21, ansonsten bis spätestens 23. Oder ist angestrebt bis Ende 21 und dann, ups, Stuhl, Gottchen, verschoben. Ja, ansonsten spätestens 23. Und dachte ich mir so, Digga, das sind ja nochmal 2 Jahre mehr. Weil jetzt im Moment fährt die 480 eben überwiegend auf dem Ring. Und ja, ansonsten können die natürlich auch auf den anderen Strecken eingesetzt werden. Aber falls man sich mal gefragt hat, warum die denn nur dort fährt, ja, weil dort noch kein ZBS aktiv ist. Da
das ist tatsächlich der Grund. Genau. So, noch 14 Minuten, dann sollten wir eigentlich pünktlich da sein. Aber wie es wohl aussieht, unsere Estimated Time of Arrival da unten ist auch 10.29 Uhr. Also pünktlich sollten wir sein, wenn wir jetzt keine Zwangsimme mehr kriegen. Ah, schön. Okay. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwie einen kleinen Bahnhof oder sowas demnächst haben. Nee. Ah doch. Niederau. Oder sowas, ne? Ist das hier? Ja, Niederau. Keramik. Ah, da geht's auch zur Industrie weg. Sehr schön. Schauen wir mal, wo uns der Kollege entgegenkommt. Oder ob er uns überhaupt entgegenkommt. Ah, da kommt er. Mit seiner schönen 185. Hallo. Fahren ja auch die ganze Zeit schön mit dem Fenster offen. Ist ein schöner Sommertag heute. Schon um 10 Uhr knallend warm. Ah. Ja, im Sommer ist es auch schon um 6 Uhr hell. Genau. Bin ich mal gespannt, wo die Industrie ist, die wir hier gerade irgendwo gesehen hatten. Ich glaube, da hinten ist die SFS gerade gewesen. Schaut mal. Da oben ist irgendwie, sind Signale gewesen. Ja, da hinten. So trifft man sich wieder, ne? Oh, Signal, hat das irgendwas gezeigt? Ich glaube, nee, alles gut. Kurz mal gedrückt, um auch sicher zu gehen, dass hier nicht gleich irgendwie die gute alte, allseits bekannte Ansage kommt, bezüglich einer gewissen Zwangsbremsung. Ja, das sieht gerade so für einen Moment aus, als ob der Güterwagen da auf unserem Gleis stehen würde, aber zum Glück tut das nicht. Niederau, ne? Das müsste es jetzt hier gewesen sein, jawohl. Und da ist die Industrie dann irgendwie. Oh, jetzt sehen wir nichts mehr.
Hier. Oder? Ja, das war sie. Wo war der Anschluss? Ach, da hinten, okay. Oh, da kommt ein schöner Bahnhof. Da können wir mal kurz spotten. Ah, wir stellen uns mal hier rein oder setzen uns hier schön rein und gucken, wer durchfährt. Schönes Kleid. Na Mensch, jetzt ist mir das Ding wieder ausgegangen. So. Kurz nochmal auf die Karte schauen, wo wir gerade sind. Da sind wir, okay. Ah. Was sehe ich denn da? Ist das etwa ein Halt erwarten? Nee, war nur ein Häuschen. Sah zwischenzeitlich so aus, als ob da irgendwie ein Signal hinter einem der Masten hier versteckt wäre, was uns bedauerlicherweise was Kleines reindrücken will, aber. Aber alles gut. Perfekt, die E-Bremse will einfach nicht. Sonst hätten wir das mit den 100 noch geschafft. Oh, auch ganz schön viel Oberleitungsanlage hier. Kommt da nochmal ein Bahnhof? Ja, ne? Nee, oder? Das sieht mir doch verdächtig nach einem Bahnhof aus. Genau, wollte ich doch gerade sagen. Eine Bahnbau-Ludmilla. Coswig, Landkreis Dresden. Oha, wieder ab geht's hier. Alles grün. Oh. Was soll denn das jetzt hier? Wartet mal. War das Signal gerade für uns? Wartet mal. Oh. Nee. Okay. Keine Ahnung, was das war. Dachte gerade irgendwie, ich hätte mich verguckt oder sowas. So. Ja, wollt's gehen. Da können wir nochmal eine schöne Schnellfahrweiche. Wobei, so Highspeed ist es jetzt nicht hier 130. Die auf Mannheim-Karlsruhe, wo man mit 200 rüber kann, die sind da schon ein bisschen geiler. Und zack, genau. War auch schön beruhigend, dass das letzte Hauptsignal, was wir gesehen hatten, das Parallel- oder die Parallelverlaufenden dazu. Beziehungsweise das parallel verlaufende dazu, was jetzt hier von diesem Gleis war, dass das auch schön rot gezeigt hat und nicht grün. Wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn die beide zeitgleich grün gezeigt hätten.
Hallo Kollege. Und jetzt fahren wir nochmal die 160 ganz locker aus. Und ja. Dann werden wir auch schon in Dresden-Neustadt ankommen in wenigen Augenblicken. Mich hier links, was das für Bahnhof ist, aber leider sehen wir das ja nicht, das nervt richtig. Also jetzt sind wir hier durch Radebeul Weintraube gefahren. Ist ja auch geil, dass der einfach Weintraube heißt, der Bahnhof. Jetzt müssen wir nochmal kurz lunzen. Weintraube, genau. Und dann kommt Radebeul Ost. Ah, jetzt steht es auch im F3-Monitor, hast irgendwie so einen Übergang zu einem Nebengleis. Oh, hier waren gerade irgendwie Dampfwölkchen. Ach, da links. Ah. Wartet mal. Tatsächlich da. Ach, süß. Eine Dampflok. So. Jetzt haben wir nochmal hier das Ding zugemacht. Für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn bedanken. Ihnen einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Der Ausstieg in Dresden-Neustadt ist in Fahrtrichtung links. Gut, da habe ich mich gerade nochmal vergewissert, dass das Signal auch nichts zeigt, was dann wieder eine schöne Zwangse verursacht. War natürlich ironisch gemeint mit schöne und Zwangse. Nochmal Doppel-N. Fahrweg ist richtig gestellt für Dresden-Neustadt, sehr gut. So, welcher Bahnhof war das hier jetzt? Das war dann der Bahnhof Dresden-Pieschen, glaube ich, hieß es. Dann müssen wir mal mit der Druckluft ran. Jetzt müssen wir noch mal kurz gucken. Also wenn das Dresden-Pieschen war, dann war das hier Dresden-Trachau. Alles klar. So. Einmal die AFB auf 80. Sehr schön. 80 ab hier. Wie heißt der Bahnhof hier nochmal? Dresden-Bischofsplatz. Und da oben schlängelt sich noch mein ICT entlang. Sehr schön. Hier bergauf können wir ruhig noch mal ein bisschen mitpowern, damit wir den Berg auch raufkommen. So,
Da würde ich doch mal sagen, haben wir das doch ganz gut gemacht. Zack. Sind noch vor 31 angekommen, haben die Türen vor 31 aufgegeben und sind auch schön an der Harttafel zum Stehen gekommen. Ja, doch. Also, das ist noch völlig gut. Sehr schön. Alle Türen sind offen. Ne? Jawohl. So muss das. Machen wir hier nochmal die Tür, beziehungsweise das Fenster auf. Zack. Oh, was fährt da gerade aus? Ich dachte gerade, da hinten der Steuerwagen wäre eine 182, aber ich so, was hier in Dresden? Die sind doch hier nicht mehr unterwegs. Also zumindest glaube ich nicht im Regiobetrieb. Genau. So, Türen schließen, auch in wenigen Augenblicken schon. Schließvorgang eingeleitet. Super, Zugchef springt rein, hebt das Kelchchen noch und dann springt er rein. So, und wir kriegen den Anruf und let's go. So, Freunde. Also. Haben wir den halt eigentlich pünktlich gekriegt? Sehr schön. Diese Szenerie ist echt toll. Da ist ein Kollege, den grüßen wir mal natürlich. Was sind das denn da für lange ausgefahrene Arme an der Brücke gewesen? Die sind mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ach ja, und dann mal wieder die Elbe überquert. Gerade eben. Das hier ist der Bahnhof Dresden-Mitte. Angekündigt sind 60. Bestätigt haben wir sie. Und da gelten sie auch schon mal wieder komplett. Geil. Ups. Ich denke dann immer, wir haben so unendlich viele Meter bis zu den 60, also bis dann die Geschwindigkeit, die neue gilt. In wenigen Minuten erreichen wir unseren letzten Halt, Dresden Hauptbahnhof. Unser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Wir möchten uns herzlich für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn bedanken. Ihnen einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Wir würden uns freuen, Sie bald wieder an Bord unserer Züge begrüßen zu dürfen. Noch ein ernst gemeinter Hinweis, aber mit zwinkerndem Auge. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Wertgegenstände liegen zu lassen. Ich suche noch ein neues Handy, Bluetooth, Kopfhörer und einen E-Book-Reader. Vielen Dank, Ihnen einen schönen Tag. Bis dahin. Was eine geile Ansage. Einfach top. Grüße gehen raus an Lucky God. Ich hoffe, er sieht es. Zugbeeinflussung. Störung. Störung. Ja, Störung. Alles gut. Ich hätte schwören können, dass wir unten ankommen. Aber ich glaube, unten ist ja überwiegend nur Regio. Ich glaube, die Gleise wären auch gar nicht lang genug, ne? Nee, für ein IC auf keinen Fall.
Ah, eine schöne 155. Einfach da abgestellt aus dem Nix. Kurz nochmal einen Kollegen grüßen. Wo ist denn hier die Haartafel? Na egal, dann halten wir einfach hier bei dem Signal. Das wird schon stimmen. So, ganz geschmeidig drin und die Türen auf der linken Seite sind freigegeben. Sehr schön. Meine Lieben, sind wir doch erfolgreich angekommen, pünktlich, ne? 10.36 Uhr auf die Minute, genau, perfekt. Hier ist unsere schöne 101, müssen wir gleich nochmal ein kleines Bildlein schießen. Jetzt wollte ich nochmal hier gucken. Stand der Kollege vorne ein bisschen draußen? Nee, stand er nicht. Okay. Dachte gerade schon. So, hier sind auch die Belichtungsverhältnisse ein bisschen besser. Machen wir mal so. Und ein bisschen weiter weg. Auch nochmal von dieser Perspektive ein bisschen mehr. Ja, also die sieht schon wirklich cool aus. Finde ich, braucht mal irgendwie ein bisschen Zeit, dass die mal, oder dass es ein paar wenigstens gibt, die eine Lackierung entsprechend der Wagen kriegen. Auch wenn dieser Kontrast, dieser Rote irgendwie auch was hergemacht hat von der Verkehrsroten. Ja, hier endet das Szenario. Ach, nochmal, hier endet der Zug und damit das Szenario. Beste Grüße, Lucky God. Genau, Grüße gehen zurück, Freunde. Von uns natürlich. Und ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Wir sehen uns bei der nächsten Fahrt wieder. In aller Frische morgen. Und vielen Dank fürs Mitfahren heute. Bleibt wirklich gesund. Und wer bis hierhin mitgeguckt hat, du bist cool. Vielen Dank fürs Mitfahren heute. Pass auf euch auf. Ciao.